Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Heute mit 2,5 Büchern, einer Serie, einigen Neuzugängen und was jetzt geplant ist an gemeinsamen Lesen, was Samstag, also für mich heute oder dann eben auch heute für euch am Sonntag sozusagen startet und ihr vielleicht noch Lust habt, damit einzusteigen. Ja, die Woche war ja soweit ganz okay. Es war ja eine kurze Woche durch den Feiertag und da ist nicht allzu viel Spektakuläres passiert. Auch die kommende Woche ist ja eine kurze Woche, bei uns zumindest ist der Donnerstag frei. Und obwohl wir an nicht ganz deutschen Feiertagen arbeiten, habe ich diesen Feiertag frei und werde das auch dann hoffentlich ein bisschen genießen können mit hoffentlich schönem Wetter. Und was habe ich aber diese Woche gelesen? Ja, gestartet hat die Woche mit Die Bienen von Laleen Paul, ein Buch, dass ich so knapp bei der Hälfte abgebrochen habe. Warum und weswegen, dann natürlich später. Dann als Neuzugang, glaube ich, aus dem Monat Mai noch, habe ich gelesen Die Unvergesslichen von Fel Emmich. Das ist wohl auch irgendwie Musiker. Und der hat sich jetzt in einem Buch versucht, in dem es um Erinnerungen und Musik geht. Also Musik ist ein zentrales Thema. Und dann, gestern beendet Dan Shari von Hideko Yamashita, meine Güte. Ja, das ist die japanische Ausmistfrau schlechthin gefühlt. Und ich bin ja sehr interessiert an Minimalismus, No Waste und bin da doch immer interessiert auch an neuen Gedanken, Inspirationen, Motivationen und habe mich daher auch sehr auf dieses Buch gefreut, was auch optisch, wie ich finde, sehr, sehr gelungen ist. Ja, dann liegen jetzt noch die zwei geplanten Bücher vor mir und rechts die Neuzugänge, die ich euch aber dann einfach nach den Büchern sozusagen zeige und alle weiteren Themen. Wir starten mit Die Bienen von Laleen Paul, ein Buch, das im Januar 2016 im Drömer Verlag erschienen ist, als Taschenbuch für 11 Euro, als E-Book für 10. Gebraucht gibt es das aber auch schon günstiger. Auch meine Ausgabe ist eine gebrauchte Ausgabe, ich glaube von Rebuy oder Medimops, ich weiß es nicht mehr. Hat 352 Seiten und ich bin auf dieses Buch aufmerksam geworden durch Shari und die liebe Susan. Und dann haben wir zu dritt gesagt, hey, das könnten wir doch auch zusammen lesen. Haben dann aber ganz viele Kommentare unter unseren Videos gehabt, dass das doch einige mitlesen wollen. Und so haben wir uns kurzerhand zu einer kleinen Lesegruppe auf Facebook gegründet und versammelt und dort dann letzte Woche mit dem Buch begonnen. Ja, ich habe schon gesagt, das Buch wurde von mir nach knapp 150 Seiten abgebrochen, ist nicht ganz die Hälfte, aber fast. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht, was ich so richtig erwartet hatte, denn es geht hier um eine Biene, ich glaube um Flora. Und Flora erzählt uns eben ihr Leben als Biene, wie das im Bienenstock so funktioniert, was sie darf, was sie nicht darf, wie die Rangordnungen sind und man ist wirklich eine Biene. Und natürlich kann man erahnen, dass es in so einem Bienenstock jetzt nicht gerade demokratisch zugeht, sondern natürlich schon, ja, im Grunde schon ein bisschen ein totalitäres System herrscht, denn jeder hat seine Aufgabe und wenn er diese nicht ordentlich tut, ja, dann fliegt man eben auch mal ganz schnell aus dem Bienenstock raus. Und das Gequietsche ist gerade Simba, der sich gerne singen hört im Esszimmer. Weil es so schön halt gefühlt, wahrscheinlich jetzt, weil es gerade ein bisschen leer ist, weil wir da umbauen, aber dementsprechend mag er das gerade ganz gerne, also lasst euch da nicht wundern. Ja, dieses Buch hatte mich einfach angesprochen, einfach weil ich Bienen für ein sehr wichtiges Tier auf unserer Erde halte, für etwas, das einfach der Mensch braucht. Es gibt ja auch den Satz, wenn die Bienen sterben, dauert es so und so viele Jahre, was gar nicht viele waren, bis der Mensch stirbt. Und man hat ja gerade auch dieses große Bienensterben auf dieser Welt, was allein dieses ganze Pestizide ausmacht und sonstigem. Und ich habe so das Gefühl, dass die Bienen, weil sie eben auch nicht sehr groß sind und auch nicht um Hilfe rufen können, dass sie da einfach so ein bisschen untergehen. Ja, da kann man sagen, das ist bei vielen Tieren so, da gebe ich absolut recht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Biene ein ganz wichtiges und nützliches Tier ist. Und dementsprechend hat mich diese Geschichte einfach interessiert. Und die Idee, dass wir eben hier ja diese Flora haben, die uns eben die Geschichte von sich erzählt und von ihrem Bienenstock,
Das fand ich irgendwie mal eine ganz andere Idee. Leider muss ich aber sagen, hat das die Autorin nicht wirklich gut umgesetzt. Ich fand den Einstieg noch relativ spannend und gut gelungen. Man war halt sofort drin. Ich habe mich auch als Biene gefühlt, so makaber und merkwürdig das klingt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Bienen sehr vermenschlicht wurden. Klar, die haben sich natürlich unterhalten, die haben auch mal Dinge getan, wo ich denke, okay, ob das jetzt wirklich eine Biene macht, man unterhält sich ja auch nicht. Aber man muss ja irgendwie diese Kommunikation, die die Bienen trotzdem haben, halt über andere Wege irgendwie rüberbringen, dass man die als Mensch nachvollziehen kann. Das fand ich noch absolut in Ordnung. Was ich tatsächlich sehr, sehr schade fand, ist, dass nicht auf die Dinge eingegangen ist, warum die Biene das tut, warum die Erde so funktioniert, warum der Bienenstock so funktioniert. Mir hat das sehr, sehr gefehlt. Ich hatte zwei, drei Dinge, die ich dann auch gegoogelt habe, dachte mir dann aber auch, Mensch, Steffi, das ist eigentlich nicht die Lösung. Eigentlich müsste dir die Biene erklären, warum das so ist. Also warum zum Beispiel nur die Königin Eier ablegen darf, warum es gewisse Regelungen gibt, warum es die eine Art der Biene gibt, die andere, warum sich da auch mal Feindschaften ergeben, warum da die Männlein so sind, wie sie sind und so weiter. Das waren so Dinge, die angesprochen wurden, die auch irgendwie zu Problemen geführt haben in unserer Geschichte, man aber irgendwie nicht verstanden hat, warum. Und das fand ich unglaublich schade. Und da hatte ich dann auch einfach nach den paar 150 Seiten, ich glaube ja, einfach keine Lust mehr. Das fand ich so, so schade. Und ich dachte mir, ich werde hier so im Dunkeln gelassen. Und wenn ich schon eine Biene bin, dann muss ich auch ein paar Hintergrundinfos zu mir und meiner Geschichte in dem Fall haben. Und bei Menschen ist das halt einfacher, wenn man in der Dystopie ist oder in der Science Fiction. Und Menschen, wir wissen halt, wie was funktioniert, wie irgendwas abläuft in uns, über uns, wie auch immer. Ne? Also wenn ich trinke, weiß ich grob, was da passiert. Und das hat mir hier halt leider wirklich gefehlt und eben nicht so gut gefallen, weswegen ich dann einfach gesagt habe, ach, irgendwie, es reizt mich gar nicht, es interessiert mich gefühlt auch nicht mehr. Und auch wenn es mir wirklich leid tat, habe ich dann das Buch eben abgebrochen und ich konnte leider nicht allzu viel damit anfangen. Was ich wirklich, ich hätte es wirklich gerne gemocht, weil auch optisch ist das wirklich ein super schönes Buch, aber ja, leider nicht ganz so das Buch, wie ich es erwartet habe. Ja, weiter ging es dann mit Die Unvergesslichen von Well Emmich, ein Buch, das im Mai 2017 beim Drömer Verlag auch erschienen ist. Gebunden kostet es 20 Euro, als E-Book 15 Euro und hat 384 Seiten. Eine Geschichte, die mich ja schon bei den Neuerscheinungen für Mai sehr, sehr angesprochen hat, weil der Klappentext mega spannend war. Allerdings muss man sagen, dass der Klappentext doch irgendwas anderes suggeriert, als man dann in der Geschichte drin hat. Wir begleiten hier die 10-jährige Joan, welche als junges Mädchen sehr die Musik liebt. Ihr Vater hat auch ein Tonstudio und verdient im Grunde mit der Musik auch sein Geld. Nicht mega erfolgreich, was dann wieder zu Problemen innerhalb der Familie führt, aber das ist eher so ein Randthema. Aber Joan liebt die Musik und möchte ja, im Grunde jetzt beim Gesangsmusikwettbewerb mitmachen und möchte in Erinnerung bleiben, denn sie selbst kann nichts vergessen. Sie hat eine spezielle Krankheit, insofern man das Krankheit nennt, die eben was in ihrem Gehirn auslöst und sie kann sich alles merken. Sie weiß genau, wann sie welche Hose zu welchem Oberteil mit welchen Schuhen getragen hat. Sie weiß genau, wann sie das erste Mal einen Orangensaft getrunken hat mit einem blauen Strohhalm. Und sie weiß genau, wann wer was zu wem gesagt hat. Und das wirklich mit Datum und das ist wirklich total irre. Und das fand ich mega spannend, dieses junge Mädchen auf diese Art und Weise kennenzulernen. Und Joan trifft dann eben auf Gavin. Und Gavin hat gerade seinen Lebenspartner verloren und Gavin und sein Lebenspartner Sydney waren eben sehr, sehr gut in der Jugend befreundet mit Joans Eltern. Und Gavin geht dann eben für eine Zeit lang, um einfach diesen ganzen, diese ganze Trauer zu verlieren, möchte er so eine Art Kurzurlaub eben bei den Eltern von Joan machen und trifft dort eben auf das Mädchen, das nichts vergessen kann. Und er selbst merkt aber, dass er doch vieles vergessen hat. Und Joan vermittelt ihren Menschen eben auch, Mensch, seid ihr alle doof, warum vergesst ihr denn alle was? Und versteht gar nicht, wie wir im Grunde sozusagen ticken. Und sie hat eben auch ein paar Erinnerungen an Sydney und die möchte Gavin natürlich wissen. Und er selbst ist aktuell, glaube ich, ein Schauspieler, relativ berühmt,
hat aber auch schon immer ein bisschen Musik gemacht und ja, im Gegenzug zu den Erinnerungen, ja, macht er sich eben mit ans Schreiben des Textes für Jones Musikwettbewerb. Und beide verbringen so eben ein bisschen Zeit und ja, über diese Begegnungen, über diesen kurzen Zeitpunkt des Zusammentreffens dieser beiden doch sehr unterschiedlichen Menschen, ja, erzählt uns im Grunde Fel Emmich die Geschichte. Ja, Joan fand ich unglaublich faszinierend für ein 10-jähriges Mädchen, die sich alles merkt, die keine Kleiderkombination gleichzeitig tragen möchte, die dementsprechend immer bunt wie ein Vogel sozusagen draußen herumläuft und die wirklich mit ihrer Art uns eigentlich erzählt, Mensch, es ist schon ganz schön langweilig, wenn man was vergisst, oder? Also sie hat das recht sympathisch gemacht, aber man hat schon gespürt, dass sie einfach nicht versteht, wie wir ticken, dass wir anders ticken, in dem Fall natürlich auch ihre Eltern oder eben Gavin. Und das war auch so ein bisschen das Problem, was ich mit Joan hatte, dass sie zwar wollte, dass wir sie verstehen und dass wir sie als normal ansehen, sie im Gegenzug uns aber als langweilig, vergesslich und deswegen auch irgendwie doof hingestellt hat. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich glaube nicht, dass eine 10-Jährige so tickt. Und das hat der Autor nicht wirklich schön gelöst, wie ich fand. Also das war so Momente, wo ich dachte, das hat einen Joe nicht nahe gebracht, sondern eher ja, die Distanz zwischen dem Leser und ihr sozusagen aufgebaut. Und das fand ich sehr schade. So auch ein bisschen Gavin, der einen auch nicht richtig in die Karten gucken hat lassen, was ich sehr schade fand. Denn die Trauer die und auch diese Verlust, den er eben hatte, den hätte man wunderbar auch gerne ein bisschen melodramatischer rüberbringen können. Aber für mich wirkte er sehr kühl und sehr berechnend irgendwie und das fand ich sehr, sehr schade. Also die Charaktere waren für mich nicht ganz rund, was dann irgendwann auch den Lesespaß so ein bisschen getrübt hat. Zudem haben wir einen Perspektivwechsel. Wir bekommen die Geschichte von beiden immer in Ich-Form auch im Grunde mehr oder weniger erzählt. Und auch das weiß man manchmal nicht. Man macht mitten in einem, also man macht nach einem Kapitel manchmal einen Switch und ist der jeweils andere. Er merkt das aber erst nach gefühlt 10 Sätzen, weil man dann eben erst merkt, aha, jetzt redet gerade Gavin, aha, jetzt sind wir Joan. Und das Blöde ist aber nicht, dass es Kapitel abwechselnd ist, dann wäre man in einem Rhythmus drin gewesen, sondern dass man eben auch manchmal 3 Kapitel Joan hatte und dann erst wieder Gavin war. Und das fand ich tatsächlich nicht so richtig schön gemacht, weil es mich halt manchmal einfach kurz verwirrt hat beim Lesen. Also der Lesefluss war dadurch unterbrochen, weil man dann eben erst mal, ach, ich bin ja gar nicht mehr Joan, ach, jetzt bin ich Gavin. Und auch manchmal Situationen mittendrin einen Break gemacht hat und man eben gerade Joan war, die mit Gavin spricht und im nächsten Moment ist man Gavin, der mit Joan spricht und ja, also es hatte manchmal für Knoten im Kopf. Ich fand es eine sehr ruhige Geschichte, ich fand es eine sehr tiefgründige Geschichte und was ich wirklich sehr, sehr mochte, war die Musik. Also ich bin ja selbst jemand, der mit Musik sehr viel anfangen kann. Mein Kopf macht sehr viel mit Musik, mein Bauch, Herz, ne? Ich bin da wirklich auch ein Musikmädchen und kann da sehr viel Empfindungen reinlegen und erhalte auch viele Empfindungen und Erinnerungen, wenn ich Musik höre. Leider bin ich selbst ganz unmusikalisch, mehr als singen unter der Dusche oder beim, ne, mehr läuft da nicht, oder im Auto, wenn dann die Fenster zu sehen, das geht auch noch ganz gut. Aber ja, sonst liebe ich aber Musik sehr und man spürt hier die Liebe von Joan und man spürt auch die Liebe von Gavin und natürlich vom Autor sowieso, sodass eben viele Songtexte, viele ja, Erinnerungen an Musik, an die Beatles und so, dass das aufkommt, das sind so Momente, wo man einfach mitgeht als Musikfan. Und das hat für mich die Geschichte vorangebracht, hat für mich die Geschichte auch schon lesenswert gemacht, wenn sie aber doch so ein paar holprige Steine hatte, was ich sehr schade fand. Ich mochte aber die Tiefgründigkeit in der Geschichte, ich mochte, dass uns was mitgegeben wird. Und ich mochte auch wirklich sehr gerne, warum es uns erzählt wird. Das klingt jetzt so merkwürdig, aber ich fand diese Begegnung der beiden, dass das eben so, das ist ja so eine Momentaufnahme und dass uns die aber erzählt wird und wir das erleben dürfen, fand ich sehr schön. Also es war ein gutes Buch, keine Frage, aber jetzt nichts, was mich komplett vom Hocker gehauen hätte, was ich tatsächlich dann wieder doch etwas schade fand, weil ich hätte gerne gehabt, dass es mich vom Hocker haut. Und auch der Klappentext verspricht irgendwie gefühlt doch etwas anderes. Ich hatte mir eine andere Geschichte vorgestellt, weil es ja darum ging, dass es um ein Mädchen ging, das nicht vergessen kann und eben einen Sänger, der nicht vergessen werden will und eigentlich hat sich dann aber vieles gedreht und für mich hat sich der Klappentext einfach anders angefühlt, als dann tatsächlich die Geschichte war. Fand ich ein bisschen schade, aber es ist, glaube ich, immer schwierig,
bei einem Klappentext das rüberzubringen, ja, was dann die Geschichte ausmacht. Und ja, es war ein gutes Buch, aber jetzt nichts, was man gelesen haben muss, und auch kein Buch, das einem, glaube ich, lange in Erinnerung bleibt. Ja, insofern das eine Bedingung für ein gutes Buch ist, ne? Also je nachdem. Ja, und dann so ein bisschen parallel kam ein ganz anderes Buch bei mir zum Lesen, und zwar von Hideko Yamashita. Dann Shari, das ist jetzt im März diesen Jahres im Integral Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 13 Euro, als E-Book auch für 10 Euro und hat um die 192 Seiten. Ja, ich bin ja schon länger ein Fan, sage ich mal, des minimalistischen Lebens. Ich habe viel aussortiert, ich habe viel auch im Nachgang darüber gelernt, dass man nicht nur aussortiert, um dann Neues zu kaufen, sondern auch eben sich darüber nachdenkt, was man kauft. Ich lese darüber auch immer mal wieder andere Bücher mit anderen Inspirationen, Motivationen. Letztes Jahr auch Nur was ich mag, zum Beispiel von der lieben Sissy, oder auch sonstige Bücher. Ich verfolge da auch viele Internetseiten, Blogs, YouTube-Kanäle, die sich wirklich um Minimalismus, um neue Ansätze, um auch dieses No Waste, also dass man gar keinen Müll im Grunde entstehen lässt, was gefühlt in unserer Welt schon sehr schwierig ist. Aber es gibt da wunderbare Ansätze, die jeder für sich im Grunde umsetzen kann. Und jeder kleine Schritt ist halt auch dann irgendwann ein großer. Und ich finde durchaus, dass jeder etwas tun kann. Und bei Danchari war ich einfach neugierig. Ich glaube, das Buch hatte ich in irgendeiner meiner Zeitschriften mal wieder entdeckt, die ich immer mal wieder lese, diese Mindstyle-Zeitschriften, und fand es ganz interessant, denn es ist hier auch wieder eine japanische Autorin, die irgendwann sich in ihrer eigenen vollgestellten Wohnung sich nicht mehr mochte, die Wohnung nicht mehr mochte und die Dinge darin nicht mehr mochte. Denn Danchari steht bei Dan, haben wir den Verzicht, bei Sha haben wir das Wegwerfen, Entrümpeln. Und dann wird eben Ri daraus die größte Freiheit. Und im Grunde dreht man das Scha und das Dan so ein bisschen um, weil man natürlich erstmal aufräumt, ausmistet und dann eben, ja, der Verzicht im Grunde, dass man neue Dinge überhaupt ansammelt, die man nicht braucht. Und dann hat man eben die größte Freiheit und Freizeit. Und Entrümpeln in der Ansicht der Autorin bereichert unser Leben. Und wenn man eben Dinge wertschätzt, die man hat, und die man eben jetzt benötigt, dann kommt man eben in dieses Danchari-Feeling. Und sie macht sich auch sehr viele Gedanken über die Bedeutung der Worte. Das macht sie wirklich sehr gut, auch wie sie ausgesprochen klingen. Das fand ich sehr interessant. Ich finde, das haben ja sehr viele asiatische Sachbuchautoren, sage ich mal, dass die auch sehr, wie bei Feng Shui und Yin Yang, und dass man da so eine gewisse, ich schweife gerade ab. Ja, das Buch beginnt eben mit der eigenen Lebensgeschichte der Autorin und führt uns dann eben vor Augen, wie man im Grunde sein Leben schöner machen kann. Das klingt jetzt irgendwie so einfach und plump, wo man denkt so, ach ja, Steffi, haben wir alles schon gehört. Und ja, so ist es tatsächlich. Es ist jetzt nichts innovativ Neues. Was mir tatsächlich an diesem Buch eine Spur besser gefallen hat, ist, dass eben auf diesen Verzicht eingegangen wird. Also, dass man irgendwann einfach aufhört zu konsumieren, dass man nur noch Dinge kauft, die man braucht, die man nachkauft. Wenn die Schuhe kaputt sind, kaufe ich neue. Ist das Duschgel leer, kaufe ich ein neues. Und dass man eben irgendwann aufhört, all diesen Plunder zu kaufen. Und bei mir funktioniert das relativ gut, außer bei Büchern. Das ist so mein großer Makel, den einfach sich jeder zugestehen muss. Auch hin und wieder mal noch so das andere, ein oder andere Kosmetikprodukt, über das sich streiten lässt, und über die Funkos muss man sich wahrscheinlich auch nicht überlegen, wobei das ja wieder etwas ist, was man mag, was man wertschätzt, und dementsprechend ist es wieder okay. Also dieser Gedanke, ich finde dieses Positive beim Ausmisten immer sehr, sehr wichtig. Nicht, dass ich etwas wegwerfe, weil ich es nicht mag, sondern dass ich eben etwas aufhebe, weil ich es mag. Und das Wichtige bei Danchari war, dass es eben zum jetzigen Leben passt. Passen mir die Schuhe jetzt? Passt mir die Hose jetzt? Oder morgen? Ziehe ich die Jacke bald an? Oder benutze ich das Geschirr immer? Oder habe ich wirklich so schönes Geschirr, das ich nie benutze? Da gibt es ein schönes Beispiel, das ich mir auch rausgeschrieben hat. Und zwar hat sie hier gesagt, tagtäglich benutzen wir eine billige Tasse, die wir als Werbegeschenk bekommen haben.
Die schöne, teure Tasse von unserer Oma bleibt jedoch im Schrank stehen. Viele kennen das Prinzip auch vom guten Geschirr bei Oma. Unsere Unterbewusstsein flüstert uns also ein, dass eine so edle Tasse nicht zu uns passt, was im Grunde bedeutet, dass wir es nicht wert sind, sie zu benutzen. Und da ist tatsächlich was Wahres dran, denn man hat das schöne Geschirr, man hat das schöne Besteck und man hat die schöne Tasse, die schönen Gläser. Man hat die schicken Schuhe, man hat vielleicht auch die wirklich wunderschöne Unterwäsche, den teuren Schmuck, die teure Uhr, die wunderschöne teure Tasche. Und mit diesen Dingen, bereichern wir uns aber nicht täglich, sondern nur zu besonderen Anlässen. Wie oft sieht man, oh, ich habe da einen Rouge, der war ganz teuer, den verwende ich nur zu besonderen Anlässen. Und ich mittlerweile schon immer denke, ja, wann soll denn der kommen? Also das, und selbst wenn, ich habe vielleicht 10 Anlässe im Jahr, wenn ich nur 10-mal im Jahr dieses Rouge benutze, dann muss ich 130 werden, damit ich es irgendwann wirklich benutzt habe. Jeder Tag soll etwas Besonderes und Wertvolles sein. Also man soll jeden Tag die schönen Dinge benutzen, die teuren Dinge benutzen, die wertvollen Dinge benutzen und sich selbst eben immer ein tolles und wunderbares Gefühl geben. Und das steckt hinter Dhanshari und das fand ich wirklich sehr schön rübergebracht. Und eben einfach, dass man auch diesen ganzen Besitz, den man hat, einfach mal eingrenzt, an einen Platz bringt, aufräumt, ausmistet und dann eben einen endgültigen Platz mehr oder weniger dafür findet. Und das ist schon ein bisschen, geht auch in Richtung von KonMari, dieses Healthy Cleaning, glaube ich, wie es hieß, was ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren gelesen habe. Und das schließt sich hier im Grunde an. Das Buch ist gut geschrieben, keine Frage, hat auch ein paar tolle Gedanken, wie ich gerade rübergebracht habe. Aber ich muss sagen, für jemanden, der schon viel gelesen hat, der viele Dinge schon umgesetzt hat, es ist halt nichts Neues. Vielleicht gibt es auch das nichts mehr, vielleicht ist das alles jetzt nur noch ergänzende Literatur. Ich glaube, für einen Anfänger, der sich gerade erst mit Minimalismus beschäftigt, ist das Buch großartig, der kann da wirklich viel noch daraus ziehen. Aber für jemanden wie mich, der da schon gefühlt fortgeschrittener ist, ist da noch wenig rauszuholen. Das fand ich ein bisschen schade, aber ist für mich auch absolut in Ordnung. Und es sind halt auch schöne Beispiele mit drin, es sind ein paar Zeichnungen dabei, ein paar Fotos dann eben auch mit dabei. Man kann sich Notizen hintermachen, vorher, nachher, was ich ganz großartig fand. Und dass ich eben selbst Leute, die denken, sie sind schon organisiert, durch dieses Buch nochmal so das Gefühl kriegen, auch eigentlich habe ich immer noch zu viel. Aber es muss einfach jeder für sich selbst wissen, es soll ja auch kein Wettbewerb werden. Also es ist ein gutes Buch für Einsteiger, die sich mal mit Minimalismus beschäftigen wollen. Da denke ich wirklich, ist die Methode sehr gut geeignet. Aber für jemanden, der schon viel gelesen hat, der schon viel ausprobiert hat, ist es eher okay, aber halt auch nicht jetzt wirklich ein Highlight oder dass man da wirklich noch sehr, sehr viel Menge daraus ziehen kann. Ja, das waren die Bücher dieser Woche. Gestern begonnen habe ich dann noch mit Jessie Jefferson und dem dritten Teil, das unglaubliche Leben der Jessie Jefferson. Habe aber, glaube ich, auch erst so 100 Seiten gelesen, deswegen heute noch nicht allzu viel dazu. Ja, was gab es in der letzten Woche noch ein bisschen zu erzählen? Ja, ich war ja am Wochenende bei der lieben Susan in Chemnitz und wir haben uns da auch ein schönes Wochenende gemacht und haben auch 2 Videos gedreht. Bei mir konntet ihr den Make-up and Books Tag sehen und bei Susan den auf immer gejagt Tag. Ich packe euch beide Tags natürlich mal in die Infobox. Hat großen, großen Spaß gemacht und wir haben viel gelacht und ich glaube auch beim Zuschauen ist es noch witzig. Ist mir zumindest beim Schneiden noch so gegangen, wo ich dachte, okay, ja, wir hatten Spaß. Das ist wirklich auf jeden Fall das Wichtigste und es war wirklich ein schönes Wochenende und ich denke mal, dass wir uns im Sommer dann auch wiedersehen und wir da dann auf jeden Fall vielleicht auch wieder den ein oder anderen Tag dann auf jeden Fall drehen. Dann letzte Woche sind bei mir Neuzugänge eingezogen und zwar hat mir ja die liebe Lena von Kanal Lenas Welt der Bücher, glaube ich, ja, ich bin ja froh, hat mir ja Kuss der Lüge zugeschickt, worüber ich mich mega gefreut habe. Sie selbst fand das Buch, glaube ich, nur okay. Ich selbst fand es ja wirklich toll und ein Highlight. Und in dieser Woche ist der 2. Teil bei mir eingezogen, das Herz des Verräters. Und das sind ja die Chroniken der Verbliebenen. Und ich glaube, es gibt noch einen 3. Teil. Ich glaube, es ist auch nur eine Trilogie von Mary E. Pearson. Und auch dieses Cover finde ich sehr gelungen. Auch das dritte Buch, wird dieses Jahr noch, soweit ich weiß, im Oktober erscheinen und ist dann lila. Sieht auch sehr, sehr schön aus, habe ich schon gesehen. Ist erschienen im One Verlag, ist auch ganz frisch, glaube ich, die Woche oder letzte Woche erschienen
und musste bei mir einfach einziehen. Ist ein super schönes Buch und wurde mir vom Verlag zugeschickt. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Und dann ist bei mir ja ein wahrer Schatz eingezogen. Mein Schatz sozusagen. Und zwar von J.R.R. Tolkien, die illustrierte Ausgabe von Beren und Lucien aus dem Klett-Cotta Verlag. Habe ich mich ja auch mega darüber gefreut. Das sind Illustrationen von Alan Lee, den man schon kennt von verschiedenen Büchern von Tolkien. Und das Buch ist jetzt herausgegeben von Tolkiens Sohn Christopher. Und es sind wunderschöne Illustrationen enthalten. Und ich gucke gerade mal, ob ich eine schöne finde. Ja, zum Beispiel hier. Ja, Beren und Lucien, eine Geschichte, die man, ich glaube, aus dem Silmarillion schon kennt, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ja, aus irgendeinem Buch kenne ich die Geschichte schon. Und zwar ist Beren ein Mensch, ein menschlicher junger Mann und Lucien eine Elbin. Und ja, diese Liebe wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob es wirklich auch im Film der Fall war. Also Aragorn verliebt sich ja in Arwen, ebenfalls eine Elbentochter, und erzählt am Lagerfeuer dann eben die Geschichte von Beren und Lucien, die ja doch sehr überschattet ist und ich sage auch mal so, nicht unbedingt mit dem größten Happy End endet. Und eine wunderschöne Geschichte, die ich wirklich sehr schön fand, die ich glaube ich auch schon zwei oder dreimal gelesen habe, immer wieder schön finde und mich jetzt eben auf diese wunderschönen Bilder freue, auf die wunderbare Geschichte dazu. Es ist glaube ich auch ein Vorwort vorne drin von, ja, auch zu den Farbtafeln gibt es noch ein bisschen was und ja, ein bisschen Vorwort von, aus den verschollenen Geschichten, genau. Ah, da ist auch noch ein Teil mit drin. Ja, genau. Ah ja. Übersetzt ist es diesmal, ja, jetzt habe ich mich selbst eingewirrt, übersetzt ist es diesmal von Hans-Ulrich Möhring und Helmut W. Pesch. Ich bin schon mal froh, dass es keine kriege Übersetzung ist. Mit der kann ich so gefühlt ja gar nichts anfangen. Ein wunderschönes Buch. Ich bin total happy, dass es bei mir eingezogen ist und es sieht auch wirklich wunderschön aus, anlässlich ja des 125. Geburtstags von Tolkien. Und einfach schön. Ja, dann schon ein bisschen früher bei mir eingezogen. Ich habe es aber, glaube ich, nur letzte Woche in der Bücherwoche vergessen. Ich habe ein paar Lesezeichen bestellt in einem Etsy-Shop. Und zwar habe ich mir bestellt Sherlock Holmes und die Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Und die sehen, also sind so Magnetlesezeichen und sie sehen auch von hinten total niedlich aus. Und ja, hier der eigentliche Anlass der Bestellung war nämlich Stephen King. Das ist der knackige Herr auf dieser Seite. Und natürlich ein Einhorn musste mit, also ja. Ja, Stephen King, ich weiß gar nicht, bei den Kingsköpfen hat jemand den Shop verlinkt und gesagt, oh, guckt mal. Und ich habe dann beschlossen, ich muss in diesem Shop unbedingt bestellen. Und habe dann auch für die Kingsköpfe gleich mitbestellt. Und ja, habe diese vier süßen Lesezeichen. Ich finde, da findet man bei Etsy wirklich ganz, ganz viel. Ich habe da ja schon die fantastischen Tierwesen Lesezeichen damals bestellt. Also Newt Scamander und den Niffler und Gwynnie und ja, und diesmal habe ich mir eben vier so ausgewählt und ich finde das super. Und ja, der Stephen King passt ja perfekt zu dem Lesevorhaben, das jetzt startet. Und zwar lesen wir ja ab Sonntag für euch heute, ja, der Anschlag. Und da passt dann auf jeden Fall der wunderbare Stephen King als Lesezeichen perfekt in dieses Buch. Wie ihr seht, relativ viele Leseabschnitte. Wir lesen den jetzt den ganzen Juni. Also ich glaube, es sind 20 Abschnitte geworden oder 21. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele. Und hierbei geht es ja um, ja, man möchte im Grunde das Attentat von JFK verhindern. Und es soll ein bisschen irgendwie um Zeitreise gehen, um Vergangenheit, um Gegenwart, um die Vermischung. Und hier heißt es eben auch so schön, Stephen King schreibt die amerikanische Geschichte neu. Es gibt hier auch eine Serie, die ich dann danach unbedingt auch angucken möchte. Die heißt dann, glaube ich, direkt 63/11/22, also für den 22. November 63. Und ja, ich habe diese Weltbild-Ausgabe, glaube ich. Ja, ich glaube, sonst ist die Ausgabe eher rot gehalten bei Heine. Finde ich auch sehr schön. Und ich packe euch die Lesegruppe auf jeden Fall mal unten in die Infobox. Wenn ihr da Lust habt, guckt mal vorbei. Da könnt ihr auf jeden Fall teilnehmen. Das Buch gibt es auch als E-Book. Nicht wie bei Drood, wo ja keiner da mehr spontan mitlesen konnte. Wer vielleicht noch Lust hat und gerade nichts anderes vorhat,
der kann da auf jeden Fall noch einsteigen. So auch bei Die Erbin von Simona Ahn steht, ein Buch, das ja die Paddy hochgelobt hat in die höchsten Töne und auch sonst sehr, sehr viele wirklich loben und toll finden. Wir sind ja hier in Schweden, genau, bei einer großen Familiendynastie und haben hier dann noch einen Emporkömmling aus der Arbeiterschicht. Und es wurde zwar irgendwie immer verkauft und ich hatte lange den Eindruck, dass es New Adult ist, da aber hier die Protagonisten über 30 sind, ist es für mich eben einfach ein Roman und kein New Adult. Und ich, auch wenn es den ein oder anderen heißen Moment hat, hat es ja nichts mit New Adult zu tun. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch das lesen wir in der Lesegruppe, das hat die Susan organisiert, auch diese Facebook-Gruppe packe ich euch in die Infobox und ich glaube, daran lesen wir jetzt auch 10, 11 Tage. Ich glaube, hat 600 Seiten und so 50 Seiten haben wir da am Tag und darauf freue ich mich auch sehr. Also beziehungsweise werde ich jetzt vielleicht schon den ersten Leseabschnitt gelesen haben, wenn ihr das Video seht, aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, aber ich denke, ich werde mich dann auf jeden Fall nach draußen setzen und dieses Buch genießen. Dann habe ich diese Woche beendet, sagen wir es mal so, nicht nur die 5. Staffel von Downton Abbey. Das große Drama ist nicht unbedingt das, was alles so in der Serie passiert ist, sondern dass jetzt nur noch eine Staffel vor mir liegt. Es gibt ja nur 6 Staffeln von Downton Abbey und sie liegt schon bereit, ich liebe diese Serie. Es ist eine wunderbare Zeit. Wir haben ja begonnen 1914, als die Titanic unterging und sind jetzt, glaube ich, 1924. Jetzt sind wir hier, genau. Und wir spielen ja in England und in Adelskreis und dieses Downton Abbey ist eben für Down und unter und drüber und haben eben auch die Bediensteten, die hier eben ihre Rolle haben. Und das sind so schöne und auch schreckliche Dinge in dieser ganzen Serie schon passiert und auch die 5. Staffel hat mich sehr, sehr begeistert. Ich bin einfach ein Fan von Maggie Smith und ich mag die Schauspieler. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Zusammenspiel und ich mag die Atmosphäre aus dieser Serie und man hätte am liebsten direkt auch eine Zofe, die einem das Kleid hilft und man zieht sich zum Abendessen schick an und man sitzt dann beisammen. Die Herren gehen in den Saloon und die Damen und ach, ist das schön. Und man hat so ein bisschen Jane Austen-Gefühl und überhaupt eben einfach von dieser vergangenen Zeit. Es ist eben einfach, als würde man selbst eine Zeitreise machen. Und ich bin ja ein Zeitreise-Fan und eben nicht nur, wenn meine Protagonisten irgendwie in die Zeit reisen, sondern eben auch, wenn ich reisen kann. Und in diesem Fall ist das eben immer so ein Eintauchen in eine andere Zeit, was ich super, super schön finde. Super schön, genial, klasse, grandios fand ich auch die 4. Staffel von Sherlock. Wir haben letzten Sonntag und Montag jeweils um 21:45 die beiden neuen Folgen auf der ARD betrachtet. Es gibt da eine wild durchgemischte WhatsApp-Gruppe mit lauter Sherlock-Fans. Es war großartig, das gemeinsam sich anzusehen. Ich habe im Freundeskreis keinen, den das irgendwie interessiert. Und dementsprechend habe ich jetzt den virtuellen Freundeskreis dazu genommen und im Grunde sind diese Menschen ja auch tatsächlich meine Freunde, weil man verbringt einfach so viel Zeit zusammen über WhatsApp, über YouTube, über Hangouts und man hört von manchen einfach viel mehr, als man tatsächlich vielleicht von den Freunden vor Ort hört. Das ist manchmal zwar ein bisschen merkwürdig, aber es sind einfach liebe Menschen, die man durch BookTube kennengelernt hat. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir das eben in der Gruppe suchten. Und es war großartig. Es waren Wahnsinnsfolgen. Und ich bin jetzt schon in tiefster Trauer, dass das morgen vielleicht, also am Sonntag, vielleicht schon die letzte Folge von Sherlock sein soll. Ja, ich bin da wirklich sehr, sehr betrübt darüber. Weil es soll nach der 4. Staffel eben nicht weitergehen, denn die Schauspieler Benedict Cumberbatch und auch Martin Freeman sind wohl relativ ausgebucht, haben relativ viel zu tun, sodass wohl wenig Zeit für Sherlock bleibt, weil wenn man denkt, es sind ja 3 Folgen jetzt zum Beispiel in der 4. Staffel, 1,5 Stunden, das sind ja fast, ich sag mal, 2 Kinofilme und die sind ähnlich aufwendig und man hört das ja schon bei Game of Thrones, was das für ein Aufwand ist bei diesen langen Folgen und ich glaube auch, dass bei Downton Abbey sehr viel Arbeit dahinter steckte. Und das ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit einem Film, aber es ist eben auch sehr, sehr viel Aufwand und in viel kürzerer Zeit viel mehr Drehminuten und Serienminuten und ich finde es unglaublich schade, aber man kann sich ja noch die anderen Staffeln zur Gemüte führen und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wer heute Sonntag es nicht verpassen möchte, 21:45
ist dann die dritte Folge der vierten Staffel zu sehen. Und dann dauert es ja auch nicht mehr lange bis Game of Thrones. Und ja, darauf freue ich mich auch. Ganz frisch eingezogen ist bei mir die neue Flow. Ich bin ja ein großer Fan dieser Zeitschrift und merke, dass ich wirklich bei der Flow mich nie gelangweilt fühle. Es gibt ja doch so andere Mind-Magazine, die eben immer mal so ein bisschen einen Hänger haben. Das habe ich hier nicht. Auch diesmal wirklich ein wunderschönes Cover, wie ich finde. Und auf die freue ich mich wirklich sehr. Und es sind heute so Überthemen. Hier heißt es, unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Und das heißt hier Urlaub, wie er den Blick verändert, selbst wenn er schief läuft. Meditieren, so gut, so einfach. Selber machen, Batiken in Blau-Weiß. Und mit enthalten waren Naturerlebnisbüchlein und eine Sommergirlande, die habe ich schon raus. Und ja, da freue ich mich auch, mich dann mit dem Buch und der Flow sozusagen jetzt dann in die Sonne zu legen und ja, freue ich mich sehr. Ja, das war es auch so zur letzten Woche und zu dem, was jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch gelesen wird. Seid da auf jeden Fall gerne dabei und ich gucke mich gerade um. Nein, ich habe nichts vergessen. Ich wünsche euch nun einen schönen Sonntag, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Genießt die Sonne, es soll sommerlich sein und bleiben. Und sende jetzt sonnige Grüße an euch. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.